damit ich euch heute nicht zu lang entspannen lasse. Nachher kommt ihr gar nicht mehr raus aus der Entspannung, weil es so wunderschön gewesen ist. Und deswegen stelle ich mir mein Gerät mal hier und ja, begrüße euch jetzt nochmal ganz hochoffiziell zu eurer Online-Yoga-Stunde. Ich freue mich so, dass ihr alle wieder da seid, dass ihr mich nicht alleine hier auf der Matte hocken lasst. Und ja, dass ihr uns unterstützt und wie gesagt, davon nochmal von Herzen ein ganz großes, großes Dankeschön. Dann kommt auf den Rücken in die Rückenentspannungslage. Die Füße sind etwa hüftbreit auseinander. Die Arme sind abgewinkelt vom Körper. Und die Handinnenflächen zeigen hoch zur Decke. Kopf, Nacken und Wirbelsäule ergeben eine gerade Linie. Atme tief in den Bauch, der Bauch hebt sich. Und ausatmen, senkt sich der Bauch wieder. Atme 3 bis 4 Sekunden ein, der Bauch hebt sich. Und 3 bis 4 Sekunden aus, der Bauch senkt sich wieder. Und jetzt spüre alle Körperteile, mit denen du am Boden liegst. Die Fersen. Die Waden. Das Gesäß. Die Hände. Die Arme. Den oberen Rücken und den Hinterkopf. Und jetzt spüre alle diese Körperteile gleichzeitig. Und stell dir vor, wie du hier schwerer wirst, wärmer wirst. Und stell dir vor, wie du an diesen Stellen in die Matte hineingezogen wirst. Und gib nun dein ganzes Körpergewicht an den Boden ab, die nächsten Minuten in der Stille.
Dann vertiefe langsam die Atmung wieder. Einatmen, hebt sich der Bauch. Ausatmen, senkt sich der Bauch. Nimm nun den Raum vor deinem geistigen Auge wahr. Nimm die Höhe des Raumes wahr. Die Gegenstände im Raum, die Personen im Raum. Wahrscheinlich bist es du alleine. Und dann fange ganz langsam an, dich zu bewegen. Zuerst die Zehen, dann die Finger, die Füße, die Hände, die Beine, die Arme und dann recke und strecke dich, gähne, tu alles das, was sich jetzt gut anfühlt. Vielleicht möchtest du dich von Seite zu Seite drehen. Alles, was gut tut, ist erlaubt. Wenn du soweit bist, dann gib, sofern du dich zugedeckt hast, die Decke zur Seite. Schließe die Beine und mit der nächsten Einatmung winkel das rechte Knie an. Nimm es in beide Hände und zieh es mit der Ausatmung Richtung Brustbein. Achte darauf, dass dein Körper ganz am Boden liegen bleibt. Das heißt auch, dass dein Becken hier nicht anhebt. Und zieh das Knie mit sanftem Druck Richtung Brustbein hinunter. Mit jeder Einatmung atmest du tief in den Bauch, gegen deinen Oberschenkel. Und mit jeder Ausatmung lass ein Stück weiter los. Einatmen, tief in den Bauch atmen und ausatmen, spüre die Dehnung im Gesäßmuskel. Mit der nächsten Ausatmung streckt das Bein gerade durch. Und leg es langsam am Boden ab. Spüre kurz nach, wie fühlt sich das rechte Bein an im Vergleich zum linken Bein. Vielleicht länger, vielleicht angenehmer, vielleicht auch nicht. Nichts muss, aber alles kann. Und mit der nächsten Einatmung winkle jetzt das linke Knie an, nimm es in beide Hände und zieh es auf gleiche Art und Weise Richtung Brustbein. Atme wieder tief in den Bauch, gegen deine Oberschenkel. Und ausatmen, lass die Dehnung im Gesäßmuskel zu. Atme wieder tief und bewusst. Strecke mit der nächsten Ausatmung das linke Bein gerade durch und lege es langsam am Boden ab. Spüre jetzt bewusst in beide Beine, aber auch einmal in den Hüftbereich. Die Kniebeuge ist ein guter Hüftöffner. Dann gib die Beine zusammen, winke das rechte Knie wieder an. Gib den rechten Fuß an die Innenseite deines linken Knies. Gib die Arme schulterbreit auseinander, die Handinnenflächen zum Boden. Und dann rolle dich über die linke Seite, beziehungsweise geht das Knie nach links und der Kopf
geht nach rechts. Bei Problemen im unteren Rücken, geh nicht in die maximale Dehnung bzw. nur so weit, dass es schmerzfrei möglich ist. Und achte unbedingt darauf, dass beide Schultern am Boden liegen bleiben. Und jetzt spüre mal in den Rücken, wie der ganze Rücken hinten auseinandergezogen wird. Und mit jeder Einatmung kannst du dir vorstellen, du atmest da Energie und Sauerstoff rein in deinen Rücken. Und mit jeder Ausatmung wandert das Knie Millimeter für Millimeter weiter zum Boden. Ohne Druck. Einfach dadurch, dass wir mehr loslassen. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, stell den Fuß ab. Einatmen, bringe den linken Fuß an die Innenseite des rechten Knies. Ausatmen, dreh dich über die rechte Seite. Achtung, Schultern bleiben am Boden. Der Blick geht nach links. Und atme wieder tief. Stell dir vor, du atmest in die Länge deiner Wirbelsäule. Und ausatmend, lasse mehr und mehr los. Einatmend, komm zur Mitte zurück. Ausatmend, strecke das Bein gerade aus. Und spüre einmal in der Rückenentspannungslage den Krokodil nach. Spüre jetzt besonders in deinem unteren Rücken. Die Krokodilsübungen sind auch perfekt, wenn du Probleme hast im unteren Rücken, bei regelmäßiger Praxis, kannst du deine Rückenprobleme damit lindern? Dann nimm beide Knie in deine Hände und kreise so ein bisschen hier unten auf deinem Steißbein. Das ESG-Gelenk liegt hier unten. Kreis da so ein bisschen. Vielleicht ist es sogar unangenehm, wenn du da so drüber kommst, umso besser ist es, dass man hier so eine kleine Massage vornimmt, als wärst du deine eigene Faszienrolle und damit die Durchblutung in dem Bereich einfach so ein bisschen förderst. Und ja, Durchblutung hat ja auch noch nie jemand geschadet. Das ist wahnsinnig, zu welchen Weisheiten ich so fähig bin. Also, Corona bin ich auch irgendwie viel weiser geworden. Okay, wenn du jetzt noch nicht ausgeschaltet hast, dann komm mit einem Schwung hoch zum Sitzen und schnapp dir dazu entweder ein Sitzkissen oder tu es nicht. Du kannst wie immer im Sitz mit gekreuzten Beinen sitzen oder im Fersensitz. Und wenn du im Sitz mit gekreuzten Beinen sitzt, dann kannst du dir ein Kissen unterlegen. Die von euch, die regelmäßig dabei sind, die haben inzwischen drauf, wie man sitzt. Und wichtig ist, dass du entspannt sitzen kannst, dass es im Rücken nicht anstrengend ist, für dich zu sitzen und dass deine Schultern entspannen können und du aufrecht und gerade sitzen kannst. Ich beginne die Stunde wie immer mit dreimal Om und mit dem Mantra. Lokasamasta, was bedeutet, mögen alle Lebewesen in Glück und Harmonie miteinander leben, das wisst ihr inzwischen. Stellt euch die Worte gerne vor oder singt mit, alles ist erlaubt. Schließ dafür einmal die Augen, lege deine Hände auf deinen Oberschenkel ab und atme nochmal ganz bewusst tief in den Bauch, der Bauch geht nach vorn.
Und ausatmend geht der Bauch wieder hinein. Der Wechselatmung. Die Wechselatmung sorgt dafür, dass wir unseren Kopf ein bisschen entspannt bekommen, befreit bekommen, dass Sympathikus und Parasympathikus wieder in ein gutes Gleichgewicht bekommen. Das heißt also, sorgt für emotionale Ausgeglichenheit und ja, dafür, dass du einfach wieder aufnahmefähiger bist. Und dafür kannst du entweder die Nasenlöcher mit dem Daumen und dem kleinen Finger verschließen oder aber, wenn es richtig was hermachen soll, wobei es ja keiner sieht, kannst du den Zeige- und den Mittelfinger der rechten Hand beugen. Das Ganze nennt sich Vishnu Mudra und verschließt dann mit dem Daumen das rechte Nasenloch, mit dem Ringfinger das linke Nasenloch. Dann lege deine beiden Hände nochmal locker auf den Oberschenkeln ab und atme nochmal tief und vollständig in den Bauch ein. Und nochmal tief und vollständig ausatmen. Tief und vollständig einatmen. Der Bauch geht nach vorne. Tief und vollständig ausatmen. Der Bauch geht wieder hinein. Verschließe das rechte Nasenloch und atme links ein. Halte die Luft an. Atme rechts aus. Atme rechts ein. Halte die Luft an. Atme links aus. Atme links ein, halte die Luft an. Atme rechts aus. Atme rechts ein. Halte die Luft an. Atme links aus. Atme links ein. Halte die Luft an. Atme rechts aus. Atme rechts ein. Halte die Luft an.
Atme links aus, langsam, vollständig, gleichmäßig. Senk die Hand wieder auf den Oberschenkel ab und spüre für einige Atemzüge der Wechselatmung mit geschlossenen Augen nach. Und dann öffne langsam die Augen wieder. Schulter und Nacken habe ich heute abgewählt zugunsten von ein paar Sonnengrüßen, denn wir sind recht Frühjahr dran, also mit 18 Uhr Anfangszeit. Das heißt, wenn wir jetzt Energien wecken, gehen ja alle auch nicht so früh schlafen bei dem schönen Wetter, dann ist das nicht so schlimm, wenn die Energien geweckt werden. Komme auf den vorderen Rand deiner Matte für den Sonnengruß. Und verlagere das Gewicht erstmal leicht auf die Fersen. Und dann kannst du deine Zehen einmal so ganz nach vorne ausstrecken. Die Arme hängen locker aus den Schultern heraus. Gesäß ist entspannt, Knie sind ganz weich. Schließ nochmal kurz die Augen. Und nimm einfach mal wahr, wie du jetzt stehst. Fest verwurzelt auf deiner Matte. Und dann öffne langsam die Augen. So, ich bringe mein T-Shirt hier in Sicherheit. Und wir fangen an mit dem Sonnengruß. Einatmet und ausatmet, bring die Hände vor der Brust zusammen. Einatmet, gib die Arme nach oben und ein bisschen nach hinten. Ausatmen, kommen in die Knie und mit geradem Rücken nach vorne, Kopf nach unten. Einatmen, gib das rechte Bein zurück, Knie am Boden. Halte die Luft an, beide Beine nach hinten in die Planke. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden geben. Senke das Becken und mit der Einatmung heb den Kopf an, zieh die Schultern hinten zusammen, Arme dicht am Körpergesäß angespannt. Ausatmen, Becken und Gesäß heben, Arme, Beine sind durchgestreckt. Fersen Richtung Boden. Einatmen, schau zwischen die Hände und bring den rechten Fuß dazwischen, Knie am Boden. Ausatmen, bring den linken Fuß daneben. Mit der Einatmung mit geradem Rücken nach oben kommen und ausatmend die Arme wieder senken, linke Seite. Einatmen, ausatmen, gib die Hände vor der Brust zusammen. Einatmen, die Arme nach oben und leicht nach hinten. Mit der Ausatmung in die Knie gehen, mit geradem Rücken nach vorne. Einatmen, das rechte Bein zurück, Knie am Boden. Luft anhalten, beide Beine zurück in die Planke. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden. Einatmen, Becken senken, Gesäß anspannen. Kopf heben, Schultern zusammenziehen, heben die Kobra. Ausatmen, Becken und Gesäß heben, Arme, Beine durchgestreckt, Fersen Richtung Boden. Einatmen, den linken Fuß zwischen die Hände bringen. Ausatmen, den rechten daneben. Einatmen, die Arme nach oben und hinten bringen und ausatmen, senke die Hände, rechte Seite. Einatmen, ausatmen, Hände vor der Brust zusammen. Einatmen, nach oben und hinten. Ausatmen, Hände neben die Füße. Einatmen, den rechten Fuß nach hinten. Halte die Luft an, beide Füße nach hinten. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden. Einatmen, Kopf heben, Schultern hinten zusammenziehen, Gesäß angespannt zur Kobra. Ausatmen, Becken und Gesäß heben, Arme, Beine durchstrecken, Fersen Richtung Boden. Einatmen, rechten Fuß zwischen die Hände. Ausatmen, den linken daneben. Einatmen, die Arme nach oben und hinten. Ausatmen, senkt die Hände, linke Seite. Einatmen, ausatmen, gib die Hände vor der Brust zusammen. Einatmen, die Arme nach oben und hinten. Ausatmen, Hände neben die Füße. Einatmen, den linken Fuß nach hinten. Halte die Luft an, beide Füße nach hinten. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zum Boden. Einatmen, Kopf heben zur Kobra. Ausatmen, Becken heben, Arme, Beine durchstrecken zum Hund.
Einatmen, den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Ausatmen, den rechten daneben. Einatmen, die Arme nach oben und hinten. Und ausatmen, senke die Hände wieder. Wir machen noch eine weitere Runde, aber ich zähle jetzt nur noch durch. Rechte Seite. Um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, um 11, um 12, linke Seite, um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, um 11, um 12, rechte Seite noch einmal schneller, um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, um 11, um 12, linke Seite. Um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, um 11. Um 12. Kommt auf eure Matte. In die Rückenentspannungslage. Und atmet erstmal tief in den Bauch. Das Herz schlägt jetzt wahrscheinlich etwas schneller oder hoffentlich tut es das. Denn der Sonnengruß ist ja ein Herz-Kreislauf-Training. Und von da an soll das Herz ja auch daran gewöhnt werden, mal ein bisschen heftiger zu schlagen. Aber nicht nur das, mit dem Sonnengruß habt ihr Energien aktiviert und habt euch einmal komplett aufgewärmt von oben bis unten. Und ein kleiner Yogi-Trick, damit das mit dem Atmen noch besser funktioniert, denn beim Atmen sind wir Yogis ja ganz vorne mit dabei. Versucht ihr die Ausatmung immer ein bisschen länger werden zu lassen. Versucht auch weiter tief in den Bauch zu atmen. Und vielleicht ist euch jetzt auch ein bisschen warm geworden. Das ist alles ganz wunderbar und soll auch so sein. Wir wollen wie immer die aktivierte Energie im Sonnengeflecht jetzt gleichmäßig im Körper verteilen und dafür schließen wir an den Sonnenbrust die Bauchmuskelübung, denn der Sitz des Sonnengeflechtes ist ja hier um euren Nabel herum. Gebt jetzt mit der nächsten Einatmung die Füße vor dem Gesäß aufgestellt am Boden ab, etwa hüftbreit auseinander, bildet wieder eine verschränkt die Hände und legt euren Kopf in die verschränkten Hände. Und wenn ihr gleich raufkommt, dann bitte nicht den hier machen, sondern aus der Kraft der Bauchmuskeln hochkommen und die Ellbogen weit auseinander lassen. Also kommt mit der nächsten Einatmung nach oben und verweilt hier für einige tiefe Atemzüge und spürt mal die Kraft eurer Bauchmuskeln. Die Kraft eures Zentrums. Spürt euch wirklich zentriert. Manchmal zuckt der Bauch so lustig. Und wenn es euch schwerfällt, dann könnt ihr euch selbst ein Lächeln schenken. Damit wird alles ein bisschen einfacher. Bleibt immer nur so lange in der Stellung, wie es angenehm ist. Sollte es unangenehm sein, verlasst die Stellung vorzeitig und kommt in die Rückenentspannungslage. Versucht
Schafft es noch für einige Atemzüge, hier oben zu bleiben. Und dann bringt das rechte Knie und den linken Ellbogen zusammen. Stärkt eure seitliche Bauchmuskulatur, atmet hier auch wieder tief in den Bauch. Wieder zur Mitte zurück und dann den rechten Ellbogen und das linke Knie zusammengeben. Weiter tief atmen, spürt die seitliche Bauchmuskulatur. Und wieder zurück zur Mitte und dann lege ich den Oberkörper ab. Gebt die Hände wieder, die Arme abgewinkelt vom Oberkörper auf den Boden. Ihr könnt die Füße aufgestellt lassen oder ausstrecken, wie es sich für euch gut anfühlt. Und jetzt einmal der Bauchmuskelübung mit geschlossenen Augen nachspüren. Und spürt besonders in den Bereich um euren Nabel herum. Stellt euch wieder den Bauchnabel als kleine Sonne vor. Die entspannende Strahlen durch den ganzen Körper schießt. Und dann winkelt ein Knie an, kommt unter zur Hilfenahme des Knies hoch zum Sitzen und kommt vom Sitzen aus in den Vierfüßlerstand. Die Knie sind ungefähr unter den Hüften, die Arme sollen unter den Schultern sein. Und dann gebt ihr mit der Ausatmung, macht ihr euch ganz rund, macht den Katzenbuckel. Mit der Einatmung guckt ihr nach oben, lasst euch leicht durchhängen in die Kuh. Ausatmen, wieder ganz klein und rund machen. Einatmen, in die Kuh kommen. Und dann gebt ganz langsam das Gesäß hinten auf die Fersen. Die Arme krabbeln hier nach vorne, krallen sich in die Matte. Der Kopf ist zwischen den Armen und dann zieht die Schultern nach hinten zurück. Macht den Rücken ganz lang, streckt euch ganz lang nach vorne. Und haltet hier für einige Atemzüge. Und kommt von hier aus wieder in den Katzenbuckel. Einatmen nochmal in die Kuh. Ausatmen nochmal in den Katzenbuckel. Einatmen. Oben blicken und jetzt nochmal das Gesäß auf die Fersen bringen, die Arme nach vorne, den Kopf zwischen die Arme und zieh die Schulter nach hinten, zieh den ganzen Rücken gerade und lang. Und dann von hier aus nochmal in die Katze kommen und dann kommt nochmal in den Vierfüßlerstand. Stellt die Zehen hinten auf und gibt jetzt gleich für den Hund Becken und Gesäß nach oben. Dabei sind die Arme und Beine durchgestreckt. Wichtig ist, dass der Rücken gleich ganz gerade ist und nicht krumm ist, beziehungsweise rund. Und du kannst den ganzen vorbeugen, indem du hinten etwas in die Knie gehst. So machen es die Hunde ja auch. Also ich sehe mich jetzt zwar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, ich sehe jetzt echt hundeähnlich aus. Die ziehen sich ja wirklich morgens so, wenn die sich strecken, einmal so nach hinten. Dann kannst du von hier aus die Knie so weit durchstrecken, wie es geht. Und dann, du presst dir die Handballen ganz fest in den Boden, die Finger ganz fest in den Boden. Und versuch die Fersen Richtung Matte zu bringen. Wenn du da noch dann draufsetzen willst, dann ziehst du die Schultern richtig schön zusammen.
und dehnst die gesamte Körperrückseite im Mund. Und jetzt einatmen, den rechten Fuß einmal nach oben, streck das Bein gerade aus. Senk das Bein wieder ab, bring das linke Bein nach oben, senk es wieder ab und komm dann nochmal in den Vierfüßlerstand und von hier aus in den Fersen sitzen. Dann mach dich ganz klein und rund und komm in die Stellung des Kindes und nimm bewusst wahr, wie sich jetzt deine Schultern und Arme entspannen. Atme tief in den Bauch. Und mit jeder Ausatmung komm immer mehr und mehr bei dir selber an. Komm ganz langsam wieder rauf, zurück zum Fersensitz. Komm nochmal in den Vierfüßlerstand und dann gib das rechte Knie zwischen die Hände. Für die schlafende Taube kannst du jetzt noch ein bisschen mit deinem Fuß nach hinten wandern, mit den Händen nach vorne wandern und dich dann über deinen Oberschenkel ablegen. Sollte die Dehnung zu stark sein, kannst du dir hier auch ein Kissen oder hier unter das Gesäß ein Kissen oder eine Decke unterlegen, um die Dehnung ein bisschen abzumildern. Aber wenn es für dich passt, dann leg dich über dein Bein ab und atme hier wieder tief in den Bauch. Dann wander langsam mit deinen Händen wieder zurück und komm in den Vierfüßlerstand und gib dann das linke Knie zwischen deine Hände. Wander wieder mit dem rechten Fuß etwas nach hinten, zieh dich hier ganz lang und dann mit den Händen nach vorne tapsen und den Kopf auf der Matte ablegen. Oder wenn er da so gar nicht landen will, dann kannst du dir hier auch Türmchen bauen und deinen Kopf auf deinen beiden Türmchen abstellen lassen. Wichtig ist nur, sei entspannt hier oben im Schulterbereich. Im Oberschenkel darfst du einen Dehnungsschmerz spüren. Der ist manchmal echt abartig, aber es wird von Mal zu Mal besser. Das verspreche ich dir. Achso, bei Problemen in den Knien müsst ihr vorsichtig sein. Wenn es da piept und zwiegt, das soll nicht so sein. Ne? Also dann achtet auf euch selber. Langsam wieder aus der Stellung, wieder zurückkrabbelt und kommt von hier aus nochmal in den Fersen, Langsitz, so heißt der Kollege. Zieht euch nochmal das Sitzfleisch hier weg von euren Sitzhöckern. Für die sitzende Vorwärtsbeuge, gute Übung, um das Immunsystem zu stärken. Und das finden wir im Moment hier alle total gut. Von da an überprüft nochmal euren Sitz, dass ihr wirklich gerade auf der Matte sitzt. Die Füße
bzw. die Zehen zieht ihr zu euch heran. Einatmen, bringt die Arme nach oben, macht euch nochmal ganz, 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 ganz lang. Und mit der Ausatmung kommt ihr mit geradem Rücken aus der Hüfte heraus nach vorne und stellt die Hände da ab, wo sie hinkommen, entweder auf den Zehenspitzen oder Schienbeine oder Knien, also da, wo sie heute gut hinkommen. Und wenn du das gefunden hast, deine Position für heute, dann entspann dich und lass dich einfach fallen. Atme tief in den Bauch. Mit der Einatmung machst du dich gerade, mit der Ausatmung lässt du los. Versuch ganz bewusst, jede Anspannung aus den Beinen wegzuatmen. Und lass einfach das zu, was heute geht. Einfach mal loslassen. Locker lassen. Vielen Sachen in unserem heutigen Alltag bleibt uns gar nichts anderes übrig. Dann komm mit geradem Rücken wieder aus der Stellung, gib die Hände hinter dir auf den Boden für die Gegendehnung, die schiefe Ebene, heb jetzt das Becken und Gesäß an, den Kopf kannst du entweder hinten hängen lassen oder bei Problemen im Nacken kannst du das Kinn noch auf der Brust abstellen. Wichtig ist, dass du hier wirklich so hoch wie möglich kommst mit dem Becken. Spür hier mal die Kraft deiner Arme. Atme tief in den Bauch, auch wenn es anstrengend ist. Und dann senke das Gesäß wieder am Boden ab. Satz geknackt. Und begib dich von hier aus in die Bauchentspannungslage. Wieder ein Kissen mit deinen Händen, leg den Kopf auf dem Kissen ab oder auf der Matte, so wie es für dich schön ist. Die großen Zehen berühren sich, die Füße fallen locker nach außen. Und einatmen, atme tief mit dem Bauch gegen die Matte und mit jeder Ausatmung kannst du mit einem Seufzer loslassen. Spür mal in den Rückenbereich. Deine Arme fangen langsam an, sich zu entspannen. Genieße für einige Atemzüge dieses wohlige Gefühl. Die Füße zusammen, gib deine Hände verschränkt über das Gesäß, stell den Kopf auf dem Kinn kurz ab, spann das Gesäß feste an und dann zieh die Schultern hinten zusammen und zieh dich so hoch für eine Variation der Kobra. Und atme auch hier wieder tief in den Bauch. Gib den Kopf nicht zu weit nach oben, nicht zu weit in den Nacken. Der Kopf ist die verlängerte Wirbelsäule.
Und wenn es anstrengend wird, schenk dir wieder selbst ein Lächeln. Ausatmen, gib den Oberkörper wieder am Boden ab, komm wieder in die Bauchentspannungslage. Unter deine Beine. Die Handflächen zeigen zu den Oberschenkeln. Den Kopf kannst du auf dem Kinn abstellen oder auf der Stirn. Wobei auf der Stirn finde ich das sehr unangenehm. Aber guck, wie es für dich passt. Und mit der Einatmung hebt das rechte Bein durchgestreckt vom Boden an. Und halte hier für einige Atemzüge das Bein in der halben Heuschrecke oben. Ausatmen, senke das Bein wieder und mit der nächsten Einatmung hebt das linke Bein durchgestreckt vom Boden an. Und dann kannst du, wenn du möchtest, beide Beine durchgestreckt vom Boden anheben und hier für einige Atemzüge verweilen. Dann senk die Beine wieder am Boden ab und komm von hier aus in die Stellung des Kindes. Mach dich ganz klein und rund und richte dich häuslich und bequem auf deinen eigenen Oberschenkel ein. Wenn das Gesäß nicht ganz bis auf die Fersen kommt, kannst du ein Kissen dazwischen legen. Achte aber darauf, dass der Rücken hier ganz lang ist und dass die Schultern entspannt sind und die Arme auch. Komm ganz langsam mit rundem Rücken rauf zum Sitzen. Komm von hier aus nochmal in den Langsitz für den halben Drehsitz. Gib jetzt den rechten Fuß über das linke Bein und stell den rechten Fuß an die Außenseite des linken Knies. Nimm das rechte Knie in beide Hände und setz dich nochmal, richte dich nochmal aufrecht am Knie aus. Nimm das rechte Knie in die linke Hand oder den linken Ellbogen. Der rechte Arm geht hoch zur Decke. Mit der Ausatmung schlag den weiten Bogen nach hinten, die Hand dicht am Gesäß. Die rechte Schulter zieht nach hinten, die linke Schulter wölbt sich leicht nach vorn und der Blick geht über die rechte Schulter. Zieh das Kinn leicht zum Brustbein und dein Nacken nicht zu überdehnen.
Tränen. Und mit jeder Einatmung stell dir wieder vor, du atmest in die Länge deiner Wirbelsäule. Und Ausatmung, genieß die Verschraubung der Wirbelsäule. Lüfte alles richtig gut durch. Verdauungssäfte werden abgeführt im halben Drehsitz. Schlag den Seitenbogen wieder zurück zur Mitte und stell jetzt den linken Fuß an die Außenseite des rechten Knies. Nimm das linke Knie in beide Hände. Den rechten Arm bringst du mit der Einatmung nach oben und Ausatmung schlägst du wieder den Seitenbogen hinter dich, die Hand dicht am Gesäß. Die rechte Schulter wölbt sich nach vorne, die linke Schulter zieht nach hinten und der Blick geht sanft über die linke Schulter, wobei das Kinn leicht zum Brustbein gezogen wird. Mit jeder Einatmung stell dir wieder vor, wie du dich ganz aufrecht, das ganz lang machst. Und mit jeder Ausatmung noch ein Stück weiter loslässt. Dann schlag den Bogen wieder zurück zur Mitte und komme von hier aus nochmal auf zum Stehen. In einen Stand mit gegrätschten Beinen, etwa 1 Meter bis 1,20 Meter Beine auseinander. Mit der Einatmung hebt die Arme ganz nach oben, streck dich ganz lang. Lass den linken Arm am linken Ohr, der rechte Arm hängt eine Runde ab. Und dann mit der Ausatmung beug dich über die rechte Seite. Du kannst die Dehnung etwas bremsen, falls nötig, indem du dich mit der Hand abstützt. Bitte nur am Oberschenkel, nicht an dem Knie. Das mag das Gelenk nicht so gerne. Und mit jeder Einatmung spür wirklich, wie du dich hier ganz lang machst. Alles auseinandergezogen wird. Stärk die Armmuskulatur, die seitliche Bauchmuskulatur. Einatmen, komm wieder zurück zur Mitte und jetzt bleibt der rechte Arm am rechten Ohr und dann komm über die linke Seite mit möglichst geradem Becken und mach dich hier ganz lang in der rechten Flanke. Atme wieder tief in den Bauch. Zurück, gib die Handinnenflächen nach außen, die Arme über die Seite langsam zu dir, die Füße wieder zusammengebracht und dann komm auf deine Matte in die Endentspannung. Such dir schon mal das zusammen, was du für deine Entspannung brauchst, also sprich Socken oder eine Decke oder ein gerolltes Handtuch, was du unter deinen Nacken gibst. Aber richte dich noch nicht zu häuslich ein, denn wir
wollen wir vorher den Körper nochmal einmal von unten nach oben anspannen. So, also wenn du jetzt auf deiner Matte zum Liegen gekommen bist, dann gib mit der nächsten Einatmung das rechte Bein durchgestreckt vom Boden an und spann wirklich von der großen Zehe bis in den Gesäßmuskel feste an. Und senk das Bein wieder, entspanne. Einatmen, heb das linke Bein an und spanne, feste an, flex den Fuß zu dir hin, zieh die Großzehe zu dir hin, feste anspannen und senken, spüre die Entspannung. Einatmen, spann das Gesäß an den unteren Rücken, vielleicht hebt sich das Becken leicht vom Boden ab, spann ganz feste an. Und senk das Becken wieder ab. Entspanne. Jetzt wölbt den Brustkorb, zieh die Schultern hinten zusammen, stützt dich auf Kopf und Ellbogen ab. Feste anspannen. Und senken und entspannen. Zieh das Kinn einmal Richtung Brustbein, dass der Nacken ganz lang ist. Hebe beide Arme an, mache Fäuste, Winkel in den Gelenken an und spann die Arme ganz feste an. Und senke die Arme wieder. Zieh die Schultern jetzt hoch zu den Ohren, spann die Schultern feste an. Und senke die Schultern wieder, entspannen. Dann zieh jetzt alle Muskeln zur Nasenspitze hin zusammen, mach ein Zitronengesicht, spann das Gesicht feste an. Wieder locker lassen und entspannen. Und dreh den Kopf von Seite zur Seite. Pendel zur Mitte aus und entspann den Nacken wieder. Und jetzt richte dich so ein, dass du die nächsten Minuten bequem und bewegungslos liegen kannst. Ich werde den Körper jetzt von unten nach oben mit Affirmationen durchgehen. Du wiederholst sie einmal im Geiste. Mein rechter Fuß ist entspannt. Meine rechte Wade ist entspannt. Mein rechter Oberschenkel ist entspannt. Mein ganzes rechtes Bein ist entspannt. Mein linker Fuß ist entspannt. Meine linke Wade ist entspannt. Oberschenkel ist entspannt. Mein ganzes linkes Bein ist entspannt. Mein Becken und mein Gesäß sind entspannt. Mein unterer Rücken ist entspannt.
Mein mittlerer Rücken ist entspannt. Mein oberer Rücken ist entspannt. Meine rechte Hand ist entspannt. Mein rechter Arm ist entspannt. Meine linke Hand ist entspannt. Mein linker Arm ist entspannt. Mein Nacken und meine Schultern sind entspannt. Mein Hinterkopf ist entspannt. Meine Stirn ist glatt und weich. Mein Gesicht ist entspannt. Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. Dein Unterbewusstsein wird damit fortfahren, den Körper weiter und weiter zu entspannen. Ich nehme deinen Geist wieder mit. Eine Reise. Stell dir vor, du schaust in den Himmel und dort leuchtet ein wunderschöner Regenbogen. Schau dir den Regenbogen genau an. All die leuchtenden Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. Stell dir nun vor, wie die einzelnen Farben des Regenbogens nacheinander in deinen Körper fließen und dich genauso strahlen lassen wie den Regenbogen am Himmel. Stell dir nun vor, wie die rote Farbe des Regenbogens in deinen Körper fließt und dir Stärke und Mut gibt. Stell dir nun vor, wie die Farbe Orange aus dem Regenbogen in deinen Körper fließt. Du fühlst dich glücklich und zufrieden. Stell dir nun vor, wie die gelbe Farbe des Regenbogens in deinen Körper fließt. Du fühlst dich fröhlich und gut gelaunt. Stell dir nun vor, wie die Farbe Grün in deinen Körper fließt. Du fühlst deinen gesunden, starken Körper. Stell dir nun vor, wie die Farbe Blau in deinen Körper fließt. Du fühlst dich ruhig und entspannt. Nun stell dir vor, wie die Farbe Lila vom Regenbogen aus in deinen Körper fließt. Du fühlst dich friedlich. Genieße das Gefühl, das dir die Farben des Regenbogens geben. Und lasse deine Lieblingsfarbe besonders hell in dir aufstrahlen. Die nächsten Minuten in der Stille.
langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in diesen Raum. Atme wieder tief in den Bauch, der Bauch hebt sich. Und ausatmen, senkt sich der Bauch wieder. Und wenn du möchtest, kannst du dir selber jetzt noch eine Affirmation innerlich leise zusprechen und dir selber sagen: Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den kommenden Abend und die weitere Woche und erst recht aufs Wochenende. Und dann fange ganz langsam an, dich zu bewegen. Zuerst die Zehen, dann die Finger, die Füße, die Hände, die Beine, die Arme. Und dann dreh dich von Seite zu Seite, mach alles das, was sich für dich heute gut anfühlt. Und wenn du dann damit fertig bist, komme langsam nochmal rauf zum Sitzen. In einem Sitz mit aufgerichtetem Rücken. Ich beende die Stunde wieder mit 3-mal Om. Stunde. Nehmt die Entspannung mit in den Alltag. Sie gehört euch. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wieder nächsten Donnerstag, 18 Uhr. Bleibt bitte